Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Nicht erschrecken, das ist meine aktuelle Stimme. Heute ist Samstag, das bedeutet, das ist mein 5. Corona-Tag. Ja, mir geht heute ein bisschen besser. Die Entwicklung war ziemlich krass. Ich glaube, es hat am Montag angefangen. Ich habe es nicht so, wie soll ich sagen, nicht ernst genommen, denn am Montag dachte ich, ich bin ein bisschen schwach und ich habe Konzentrationsschwäche. Ja, am Dienstag dann hat es angefangen, richtig mies zu sein. Entschuldigung, ich kriege schwer Luft. Dann habe ich zu Hause 3 Corona-Tests gemacht, also 3 Nasenbohrer-Teste gemacht, um sicher zu sein. Also ich wollte am Anfang nicht wahrnehmen, ich dachte, dass es eigentlich nicht real ist. Also vielleicht ist der Test kaputt oder ich probiere noch einen und dann probiere ich nochmal einen. Und dann waren 3 positiv. Dann habe ich gesagt, okay, dann fahren wir und machen wir einen PCR-Test. Ja, da kam es raus, dass ich natürlich Corona habe mit einem CT-Wert mit 26 Prozent, oder wie sagen wir das, CT-Wert? Einfach nur 26. Hallo meine Lieben, vom Krankenhaushalt. Ja, wir sind jetzt alle positiv. Genau. Sehr gut. Aktueller Stand ist es so, dass die ganze Familie krank jetzt ist. Wir haben alle getestet, außer Michelle. Die Michelle ist ja negativ. Also die Michelle war vor ein paar Wochen Corona-positiv. Ja. Und sie ist jetzt immun dagegen. Und sogar der Philipp hat das auch. Ja. Aber das ist nicht so, also ich habe es jetzt nicht so schlimm wie der Papa. Ja. Also die Frage kam ja, wie kann das sein, dass du trotz Impfung halt so doch einen schwereren Verlauf, also schwer, mittelschwer Verlauf. Ja, ich sage mal so einen mittelschweren Verlauf. Die Entwicklung war ziemlich krass, weil das war jeden Tag was anderes. Ja, immer was anderes, mal bett, dann war zwischenzeitlich mal besser, genau. Dann war es wieder voll schlecht, also gestern war die Rettung auch da. Ich wurde mit der Rettung ins Spital gebracht. Weil der Papa keine Luft mehr bekommen hat, also es war ganz, ganz schlimm. Also meine Nase war komplett zu, aber das war anders zu als normal. Also ich war schon mal öfter verkühlt, aber so wie diesmal war nie. Und dann mein Hals war so eingeschwollen und er war zu, ich habe nicht mehr atmen können, das war brutal. Also dazu möchte ich was sagen. Also der Papa, der ist immer empfindlicher gewesen, egal was es ist, auch wenn es jetzt Magen-Darm ist, er knockt das komplett aus. Also ich bin der Erste, länger. Du bist anfälliger, ja. Deswegen bin ich super froh, dass der Papa geimpft ist, weil, also wir alle sind geimpft. Aber bei Papa bin ich noch mehr beruhigter darüber, weil ich hätte Angst, wie es ihm sonst gehen würde. Nicht so, wie ist es auch da? Sie hat nichts. Hat keinen Nebenwirkung? Sie hat nur Hunger. Kein Corona. Das ist aber eine Nebenwirkung. Ich kann ja vielleicht, weil da muss ich husten. Und wenn ich huste, das brennt meine Brust so stark, dass es unpackbar. Was ich komisch finde, ist, wenn ich Wasser trinke, das Wasser schmeckt so grauslich. Also mir schmeckt Wasser wirklich generell sehr gut. Also ich bin ein Wassertrinker, ich trinke kaum Säfte. Das schmeckt so ekelhaft wie diese Mittel in den Gurgeltest. Wisst ihr, dieses Flüssigkeit. Genau so schmeckt das Wasser. Unglaublich. Ja, ich hoffe, dass sich das verändert. Was ich euch noch zeigen wollte, dadurch, dass gestern alle krank waren und fast alle im Bett waren und natürlich ich auch, schaut die Küche dann dementsprechend so aus. Ich möchte euch noch zeigen, die Medikamente, die ich noch nehme. Warte kurz. Ich habe eine Tragtasche voll Medikamenten. Ich zeige euch, was wir alles nehmen, beziehungsweise was ich vom Spital bekommen habe. Dann nimmt der Patrick und die andere fürs Halsschmerzen. Dann die Kinder natürlich auch für Fieber und Schmerzen auch. Die kleinen Mäuse für Halsschmerzen kriegen diese Neoangin. Mexalen haben wir auch natürlich für den Älteren. Hustensaft gibt es auch noch dazu. Ich nehme Paracetamol 500 Milligramm. Dann nehme ich noch so ein, ich weiß nicht, was das ist. Ich zeige euch gleich. Das ist so eine Tube, man dreht an dem links und rechts und dann muss es einatmen. Ist irgendwas mit Cortison, aber das tut gut. Das nehme ich in der Früh. Dann habe ich nochmal hier Pantolog. Das ist so ein Magenschutz. Ich nehme noch Lovenox. Für die Leute, die nicht wissen, was das ist, natürlich können nicht alle wissen. Das ist für Thrombose. Also das kriegen angeblich die meisten, die Corona gehabt haben. Und weil die zu lange im Bett liegen und sich kaum bewegen, können die Thrombose bekommen. Und das sind solche Spritzen. Und ich sage euch, ich habe Angst vor Spritzen. Und das muss ich mir selber im Bauch spritzen. Und das finde ich ganz toll. Ja, gestern habe ich schon eine gemacht. Ja, war nicht so leicht, aber. Get up, stretch my legs. Eat some breakfast, look at eggs. Brush my teeth up, wash my face. Start my. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my
face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C, 1, 2, 3. Drink some water, brush my teeth. Get out of bed and I stretch. Bed and my hair is a mess. Look through my clothes for a fit. Anything I do is drip. So, die Küche ist schon halbwegs okay. Ich habe schon alles weggeräumt und wir werden jetzt gemeinsam frühstücken. Aber dazu hole ich mir die ganze Familie, weil jeder soll selbst entscheiden, was sie essen will. Wir haben wir haben uns dahergesetzt zum Frühstücken, aber niemand hat Appetit außer die Michelle. Und Michelle hat auch keinen Appetit mehr. Sitzt hier zwischen Alkohol und Brust. immer wenn ich krank bin, dann muss ich so oder aus dem Arm rausgehen, aber alle. Ja, jetzt. Die Michelle muss. Die muss die Mama und der Patrick. Zum Glück sitze ich nicht neben der Mama. Wieso neben da mir? Da hast du sicher auch Corona. Ja, sicher hat sie Corona. Nein. Doch, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Zeit. Ich habe einen Bescheid für dich bekommen. Aber du kannst es nicht lesen. Sicher, sie kann lesen. Ich kann lesen. Du weißt gar nicht, was eins bis eins ist. Wir wollten uns sagen, wir haben uns hergesetzt, aber irgendwie hat niemand so richtig Hunger. Yeah. Ich habe ein paar Haribos. Ich habe irgendwie keine Lust. Ich hab's Ich nehme lieber von ganz unten, was noch nicht angerüstet wird. Ja, Michelle, ich habe es geschnitten, da habe ich Handschuhe, da habe ich keinen, da habe ich mit den Lippen gehalten. Mit den das Brot. Senke, Papi. Bitte. Ah! So schaut das bei uns aus. Papa ist jetzt mit viel Lippen geschlafen. Die Lusche ist auch eingeschlafen. Unsere Wäscheberge türmen sich. Natürlich hat jetzt keiner die Kraft, Wäsche zu machen. Aber wir waschen zumindest. Ja, die Lucy schläft auch, aber mit dem Kopf auf dem Polster. Und dann den Polster. Ja. Jeder hat sich hier ein Eckchen gegönnt. Hier ist noch das Fenster offen. In den Garten könnte man eigentlich gehen, das ist so schön. Es ist so warm. Jetzt war es eigentlich die letzte Woche, glaube ich, eher nicht so schön. Aber jetzt ist es gerade aktuell so schön. Schatz, hier im Garten ist es so schön. So schön. Sollen wir dann später rausgehen? Oder hast du? Schaffst du es nicht? Bei dir? Wieso? Wenn ich rausgehe. Nee. Achso, wenn du rausgehst. Dass wir morgen nicht alleine rausgehen. Da kommen die Wespen. Die Wespen. Oh mein Gott. Und du wir, nicht es ist jeder herzlich eingeladen, von unseren Zuschauern zum Wäschefalten vorbeizukommen. Meldet euch in den Kommentaren. Oh Gott, ich habe jetzt schon Angst. Ja, ich habe so. Ja, die Wäsche. Oh, ich hasse Wäsche. Ich hasse Wäsche. Die werden nicht weniger. Die werden echt nicht weniger. Egal wie hoch der CT-Wert ist. Warum ist eigentlich nur die Lucy da? Ich verstehe das nicht. Hallo? 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 Die Lucy schläft gerade. Lass die Lucy in Ruhe. Entschuldigung. Wir haben uns dazu entschlossen zu grillen. Papa, geht's dir gut? Ich krieg nicht so gut Luft. Aber glaubst du, es ist eine gute Idee, wenn du Feuer machst, wenn du nicht so gut Luft kriegst? Oh, ja, genau, da hast du richtig gesagt. Oh, ja, komm, ja. Genieß mal, komm. Alles. Genieß es, ne? Wieso hast du so stark erwischt? Du bist arm, ja? Bitte. Was denn? Ich mag eine Einhornflasche. Ich weiß nicht, wo deine Einhornflasche ist. Aber in diese Tierflasche. Diese Tierflasche. Warum muss denn dein Holz da oben auf dieser Ding? Vielleicht könnten wir da Polster holen, dann können wir uns da hinschieben. Ja, da grill ich hier. Aber. Ja, da kannst du ein bisschen weiter wegschieben. Die Sophie schnuppert am Hühnerfleisch. Michelle! Wuhu! Die geht Gassi, ja? Michelle! Die hört nichts. Michelle! Wuhu! Sie hört Musik auf maximal, oder was? Hörst du laut Musik, oder? Sie hat alles kurz. Philipp, der findet es im Garten ganz schön, gell, mein Schatz?
Ich finde, im Garten blühen die Kinder da voll auf. Egal, merkt man gar nicht mehr, dass wir krank sind, oder? Ja, Luisa. Ist doch so schön warm. Bitte, Luisa, kann wer diese Einhornflasche bringen? Aber da ist doch gar kein Einhorn drauf. Ach so, ja, schau halt in diesen Schrank, weißt du, ganz rechts. Habt ihr Papier mitgenommen? Was hast du in unsere Schatzkammer reingebracht? Ja, die brennen sehr gut. Hey, was ist los, Philipp? Wir sind im Gras eingesunken. Oh, hast du schon mal was von Rasenmähen gehört? Wieso machst du nichts? Deine Hände so. Der Papa ist ein Quatsch, ja, oder? Oh, ich kann nicht Rasenmähen. Ich habe andere wichtige Dinge zu tun. Ja, Video drehen. Fleisch ist fertig und wir sitzen jetzt hier. Mama, ja. Wir haben fertig gegessen. Wow! Und essen mal. Wir haben schon Mittag gegessen. Die Mama und der Philipp sind im Schlafzimmer. Liebe dich. Ja, der Kleine war müde und die Mama ist, fühlt sich ein bisschen schwach. Der Patrick ist auch bei ihm im Zimmer. Ihm geht auch nicht so gut. Selbst mir. Dir geht auch nicht so gut? Wieso gehst du barfuß? Wenn dir nicht gut geht. Okay, dann geh ich rein. Wie geht dir schlecht? Ich habe Halsschmerzen. Halsschmerzen? Hol dir ich gebe dir gleich eine Lutschtablette. Hab ich schon genommen. Wann jetzt? Ja, gerade jetzt. Und, ist besser? Nicht? Ein bisschen. Okay, ich gehe rein. Kommst du da wieder raus? Nein. Wieso? Bald. Luisa, bleibst du noch draußen oder machst du ins Haus? Draußen. Okay, dann bleiben wir jetzt weiter draußen, ja? Ja. Okay. Ich fühle mich sehr schäft, ich weiß nicht, ob das... Also ich hoffe, dass es nicht so bleibt. Ich fühle mich so antriebslos. Kennst du irgendein Gedicht? Nein. Nicht? Machst du mit Papa ein bisschen kuscheln? Ja. Komm her. Soll ich dir eine Geschichte erzählen? Ein Rotkäppchen, kennst du? Da ist eine Wespe. Wo ist sie? Da. Oh nein. Aber hast du Angst vor Wespen? Ja. Ich auch. Aber ist egal. Die machen eh nichts. Ja, die tun einfach nur ein Stechen. Nur Stechen, aber manchmal tut es weh. Ja. Nicht? Ja, aber dann brauchen wir Creme und dann müssen wir in ein Krankenhaus. Wegen einem Wespenstich? Ja. Ja, da kann man sich zu Hause ein bisschen auflegen. Ja. Oh. Da steht der Wespen. Ich liebe dich, du bist so klein. Oh mein Gott. Papa, die Wespen sind auf deinen Patschen. Wo? Oh Gott. Übrigens, ich habe euch gar nicht gezeigt, wir haben die Terrasse schon abgebaut. Warte, ich zeige euch. Also da, wo jetzt der Schaukel steht, war vorher die Terrasse. Und den haben wir abgebaut, weil die Paletten waren schon ziemlich kaputt. Und das Dach von den Pavillon war auch ziemlich kaputt. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir was Neues dieses Jahr. Deswegen ist sie abgebaut. Das Gestell von den Pavillon steht noch dort. Von das hast du Angst? Von diesen Mini-Klöne? Okay, komm, der macht eh nichts. Oh. Achso, jetzt bist du gerettet. Also. Also da haben wir Würmer gefunden. Genau, haben wir viele Würmer da gefunden. Ja. Der Pavillon steht jetzt dort, also das
das Gestell, weil wir momentan nicht wissen, ob wir ihn noch benutzen, weil so ein Dach kann man wieder kaufen bei Amazon. Oder wir bauen komplett was Neues. Ja, wir werden noch ein bisschen im Garten bleiben, ein bisschen kuscheln und dann gehen wir auch ins Haus. Hey, mein Lieben, ich schaue aus wie das blühende Leben. Ich habe vorhin ein Mittagsschläfchen mit Philipp gemacht, beziehungsweise ein Nachmittagsschläfchen. Also, aber ja. Nach den Blumen kommen die Kirschen. Die Luisa, sie meint die Blumen. Ja, weil die gut groß werden. In einem Monat, oder wann kommen Kirschen? Im Juni. Ja. Auf jeden Fall habe ich in der Philipp gerade geschlafen. Und sind jetzt ein bisschen fiebrig. Der Philipp ist im Haus. Ich bin kurz rausgegangen, weil ich den Papa gesucht habe. Nein, der schläft nicht mehr. Aber ich habe euch gesucht. Aber der Philipp schläft ja noch. Ja, im Garten. Komm mal rein. Nein. Nein. Okay, ich bleibe, geh aber rein, okay? Mir ist ein bisschen kalt. So, meine Lieben, es ist schon Abend. Wir sind jetzt schon alle im Haus. Ich bin der Einzige aktuell, der noch halbwegs okay ist. Der Patrick schläft schon seit einigen Stunden. Der ist komplett erledigt. Die Mama, Lara und Luisa sind alle im Wohnzimmer, liegen im Bett. Und ich werde für die einen Tee vorbereiten. Ich habe für die Lara einen Kindertee. Und die Mama habe ich mal einen Kamillentee. Das werde ich auch gleich zubereiten. Mein Lieben. Wir essen Himbeeren. Und schauen, Ozark, heute ist die neue. Gestern. Gestern ist die neue Staffel geworden. Ich krieg keine Luft. Wir kommen und schauen wir jetzt an. Wenn ihr das gesehen habt, dann müsst ihr schauen. Das ist wirklich echt cool. Ja. Na gut, mein Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, beim nächsten Mal, wenn wir uns sehen, sind wir wieder ein Kind. Ich kann nicht reden. Erzähl mir mehr, was soll ich aufräumen?